So, das Ding sollte uns jetzt auf dem Kursus nicht mehr stören. Wir brennen jetzt, weil das so schön erotisch war. Wir brennen. Mach mal, wir springen mal bis hier hin. Warp hier rüber. Okay. Frage ist natürlich, ob wir auch noch das Ding stehen. Jetzt ist es schon wieder weit weg, seht ihr? Ja, ist schon weit weggedriftet. Gut. Haben wir. Das heißt, wir richten uns jetzt Retrogate aus. Und jetzt will ich erstmal mit der RCS bremsen. Alles, was der RC hergibt, machen wir als Bremsung. Weil ich brauche noch den anderen Sprit zum bisschen Bremsen, Abbremsen und solche Geschichten. Nehmen wir mal runter. Sollte zumindest funktionieren. Okay. Jetzt will ich sozusagen ein bisschen spritten ohne Ende. Muss ich gleich nochmal was trinken? Juhu! Oh, ein bisschen was zum Trinken ist echt super. Kann ich echt dir nur empfehlen. Oh, besonders wenn man so viel quatscht, ey. Ja. Besonders dann ist die Suppe leid zu empfehlen. Definitiv. Hm? Man kennt's ja. Gut. Zumindest der automatisierte Dingensbummens. Hier, Rescue. Hat hier funktioniert. Ja, Rettungsautomat. So hieß das, genau. Rettungsautomat. Ja. Ja, die Sailor Moon lasse ich einfach mal da rumschwirren. Die ist jetzt der Tor der Debris. Ah. So. Wow, das ist eine ganz schöne Menge, was wir eigentlich aus dem Monopropellant rausdrücken. Mal so rein hypothetisch. Ja. Das heißt, jetzt brennen wir da runter. Das heißt, wir werden ungefähr hier landen. Und dann drücke ich den Rest runter mit, na, ihr wisst schon. Hier, Dingens hier. Fuli. Fuli. Mit der Liquid Fuli. Der reicht dann locker. Der Liquid Fuli. Aber ich will ein bisschen rumgeizen. Ich will mal gucken, dass ich noch ein bisschen was raushole. Ein bisschen was zum Abbremsen und... Naja, ihr wisst ja wie. Man kennt's ja. So. Wir haben noch... gut 50 Einheiten Propellant drinne. Die brennen wir jetzt definitiv noch runter. Das dauert auch nicht mehr allzu lange. Und dann... wer doch hier lacht, dass da... das noch schief geht. Geht nämlich nicht mehr schief. Ach, so ein Tag, wo doch einiges schief gegangen ist. Ne? Das war doch... ja, was haben wir denn alle verguckt? Wir haben die erste Mondlandung verguckt. Hier haben wir dann nur orbitiert. Dann haben wir eine Mondlandung gemacht. Sind dann nur noch im Orbit zurückgekommen zu Köbben. Hatten dann zwei Rettungsversuche gestartet. Glücklicher mal maschinell. Kenne ich da nämlich ein bisschen schon langsam. Das heißt, da sind nur... Maschinenteile dabei Ruffian. Und jetzt der zweite Versuch. Ja, wir bremsen jetzt aktuell noch mit Monopropellant ab. Um danach richtig abzubremsen. Aber ich will nach Möglichkeiten Sprit sparen in der Hoffnung, nicht, dass wir hier zu viel verjoken. Das wäre ja uns auch wieder sehr ärgerlich. Aber so ist das in der Raumfahrt. Voller Abenteuer. Soll mal einer sagen, dass die Raumfahrt langweilig wäre. Ist definitiv gelogen. Ja? Und die Raumfahrt ist nicht erst aufregend, dann nachher irgendwann mit Star Wars. Die ist schon vorher aufregend. Ja? So viel dazu. Muss man hier mal einen Laser-Bum-Bum haben. Ja? Muss man ja nicht haben.
Gut, die restlichen Probelanden räumen, ja, die verbrennen gerade raus hier. Haben wir noch 12 Probelanden. Geht jetzt eigentlich ganz flott. 10, na 9. Jo. Ja, wir sind ungefähr wirklich an diese Position angekommen, wo ich mir fast gedacht habe, dass wir da ankommen. Finde ich sehr schön. Ein Parameter, auf dem doch irgendwie, ja, eine gewisse Art von Verlass ist. Ja. Gut, wir haben die Probelanden rausgebrannt und brennen jetzt richtig Retrogate raus. Achso, Brennschub. Warte mal, wie geht mal Fokus hier rauf? Ich will den ein bisschen abbremsen. Ich mache den jetzt aber ein bisschen mehr als die 40, die mir empfohlen, die 30, die mir empfohlen wurden. Ich mache den mal auf 50 erstmal. Oder machen wir den auf 40? Ja, 40 wäre ja auch eine Möglichkeit. Na, 98. Wir machen mal noch ein bisschen weiter. 60. Oder 50. Ihr könnt auch 45 machen, als goldene Mittelwert. So, okay, gut. Sehr schön. Wir safen das Ganze nochmal. Brennstoff sollten wir noch einiges haben. Das sieht gut aus. Das gibt definitiv Zeit für Bremsmanöver. Wir warpen einmal durch. Verlassen jetzt Sailor Moon eindeutig. Da fliegt der Sailor Moon. Und hier ist der Rettungsautomat. Und der Rettungsautomat tritt jetzt in die Nähe von Körben ein. Wir brennen direkterweise jetzt weg. Hoppala, falsche Taste. So hammergeil. Gut, wir brennen da jetzt runter. Gucken wir mal, wie viel wir runterkriegen. Oh ja. Das sieht doch ganz gut aus. Mensch, da soll man einmal sagen, man hätte nichts zum Brennen hier. Ist wie eine Schnapsbrennerei. So, die AP geht runter. Und das sogar ganz ordentlich. Da soll mal einer sagen, wir hätten wir keine ordentliche AP gezogen. Okay. AP brennt und brennt und brennt. Gut, wir haben noch, wie viel Sprit haben wir denn noch? Sieht ganz manierlich aus. Das sieht auch manierlich aus. Wir gehen mal direkt retro. Lassen wir mal ihn mal ein bisschen steuern. Wir haben jetzt Steuermann hier ran. Gut. Brennt, brennt, brennt. Das geht runter. Wilde warm semmeln. Okay, wir kommen heute mal auf der Nachtseite runter. Soll mir nicht stören. Das sieht sogar sehr wässrig aus, wo wir da runterkommen. Hier unten ist ja unser Space Center sozusagen. Das ist ja hier in dieser Position hier. Ja. Soll mir mal nicht stören. Wie sieht's denn aus? Haben wir noch ein bisschen Brennung? Ja, wir haben noch ein bisschen Brennung. Das heißt, circa auf 1,5 kommen wir. Mit ein bisschen Glück kommen wir auf 1,5. Ja, kommen wir auf 1,5? Kommen wir auf 1,5? Naja, nicht ganz. So, die Stufe haben wir weggeschossen. Genau. So, da fliegt die Stufe weg. Die wird auf alle Fälle verbrennen. Jetzt hat Blödsinn gebaut. Macht die sonst eigentlich immer seitlich weg. Oh, wow, 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 wow. Ja. So, wir sind jetzt in der verzweifelten Lage, dass uns warm wird. Wir haben 1,4. Wir haben 1,3. Noch wird nicht zu heiß. Noch sieht's gut aus. 1,2. Die Panels sind dran. Die Batterien bleiben dran. Noch sieht's gut aus. 1,1. Bei 17.000. Bei 1.000 Meter pro Sekunde 15.000. Wir verlassen die Hitze. Also dieser Eintritt sieht definitiv besser aus als der jene Eintritt, den wir gemacht hatten. Das ist diesmal doch definitiv angenehmer.
So, das da unten sieht wirklich wässrig aus. Joa, das sieht wässrig aus. Oder? Sieht das hier wirklich schlecht gerade? Wässrig oder nicht wässrig? Das ist ja die Frage. Was ist das? Gute Frage. Gut, wir werden mal sicherheitshalber auf ein paar Meter mehr die Dinger zünden. Da haben wir die Wolkendecke. Ja. Da kommt auf irgendwas auf uns zu. Das sieht nach Boden aus. Ja, zwei sowieso. Keiner weiß, was es ist. Eins sowieso. 1,5. 1,0. Wir machen die Dinger auf. Ist wässrig. Ja. So. Ach, wir haben den anderen Fallschirm hier vergessen, sehe ich gerade. Schaut mal her, hier fehlt einer. Ich habe nämlich immer gerne drei, ja? Aber na gut. So, wir kommen runter. Mit 4,7 Meter. Das ist sehr schön. Jo. Wie lange sind wir denn eigentlich schon auf Sendung? Oh, bald 8 Stunden? 8 Stunden? Ey, das fasse ich nicht. 8 Stunden fast. Das ist ja die Hölle. 8 Stunden hier am Dauerquasseln. 8 Stunden haben mir Leute zugeschaut. Ich fasse es nicht. Ja, das ist Twitch, würde ich sagen. Ei, ei, ei. Wo die einen zocken und die anderen zugucken. Und derjenige, der zockt, weiß nicht, warum er so lange zockt. Und die Leute, die zugucken, die wissen gar nicht, warum sie so lange zugucken. Das ist Twitch. Eindeutig. Ja. Hat jeder bestimmt schon mal gehört. Twitch. Ja, ja. Gut. 4,5 Meter. Wir sind 50 Meter beim Boden. Yeah. Wir haben Jebediah Kerman. Eindeutig der Heimat zurückgebracht. Da ist er. Ja. Wow, 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 wow. Ja, wir sind zurück. Also, das ist so geil. Ups, da war ein Mikro. Ich habe jetzt zu viel Freude. Gut, wir recover mal die Vessel. Wir recover mal die Vessel. Und schauen mal nach. Was haben wir denn? Kicken wir mal. Wir kicken und kicken und kicken. Und wir kriegen richtig viele Punkte. Wir kriegen Punkte ohne Ende. Das ist toll. Wir kriegen 600 noch was Punkte. Es ist doch der Hammer. Es ist doch der Hammer. Mann, was hab ich geschwitzt. So, jetzt machen wir noch was. Wir machen noch was. Wir machen noch was. Und zwar, was machen wir? Wir werden die Debris löschen. Debris stört immer. Debris weg, weg, weg. Weg mit der Debris. Terminate, terminate. So, was haben wir jetzt noch im Orbit? Wir haben den Stellar Moon und der Satellit, den wir manuell gesetzt hatten. Wo ich immer noch sehr erstaunt bin, dass wir den so manuell mit der Hand gesetzt hatten. Gut, die Stellar Moon. Die steuern wir jetzt mal an. Und die wird umbenannt. Mit der Stellar Moon war ja, wie gesagt, Jebediah Kerman auf dem Moon gelandet. Ja, wir können uns daran erinnern. Ja. Und der Sprit hat halt nicht gereicht. Der Sprit hat halt nur so weit gereicht, dass er so weit wieder zurückkam. Und dann hatten wir zwei Rettungsmissionen gemacht und er ist ja jetzt erfolgreich zurückgekommen. Und dieses Schiff hier, ja, weil das Schiff hier sich so... kann ich kein Rename Vessel machen? Anscheinend nicht. Ich kann kein Rename Vessel machen. Schade. Gut, dann lassen wir sie einfach so hängen. Ich wollte nämlich die Vessel hier renamen. Ja, da kann ich überhaupt nichts machen. Nee, gar nichts. Nicht mal umbenennen. Wobei ich das ein bisschen komisch finde, dass ich es nicht umbenennen kann. Davon mal abgesehen. Nur weil da kein Kontrollsystem mehr dran ist. Ich kann es auch nicht lenken. Ich kann gar nichts machen, weil da auch kein Pilot ist. Ja, aber dass man die nie umbinden kann, finde ich ein bisschen komisch.
Da wäre sogar noch Monopop drin. Hey, ich hab da Monopop drin. Jo, ansonsten Locket, Status Locket. Kann ich noch nie mal reingucken, hallo, was da drin ist. Ja, schade eigentlich. Hätte ich es umbenannt. Ich würde so Geisterschiff benennen oder so Geisterschiff. Gut, haben wir's. Gucken wir uns nochmal.